Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute geht es um alle Captain Jack Sparrow Minifiguren, die Lego jemals herausgebracht hat. Ich werde euch jetzt Hintergrundinfos zu jeder Figur nennen, sowie den Preis und alles, was es sonst so zu wissen gibt. Und vor allen Dingen werde ich sagen, was diese Figur ganz vorne für eine wichtige Bedeutung für mich und aber auch für die Lego-Welt hat. Ganz viel Spaß, los geht's! Wir fangen direkt an mit der ganz klassischen Jack Sparrow Minifigur. Hier hat er einfach seine ganz normale Weste an, sein Tuch um den Bauch und so einen Gürtel um die Brust herum und ein gehämisches Grinsen auf dem Gesicht. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dieser Minifigur. Man erkennt einfach direkt Jack Sparrow. Man möchte ihn auch irgendwie so ein bisschen gekippt hinstellen, dass er diese betrunkene Haltung einnimmt. Wir sehen auch hier, er hat den Kompass als Accessoire. Das ist ein bedrucktes Teil. Sehr schöne Minifigur. Gucken wir uns die Figur von hinten an, sehen wir, dass er noch hier ein besorgtes Gesicht hat. Diese Figur kostet ungefähr 5 Euro auf Bricklink, wenn man bei den deutschen Händlern guckt. Jetzt haben wir Jack Sparrow mit Jacke. Wir sehen, er hat keine Weste mehr, die weißen Arme sind verschwunden. Diese Minifigur ist zum Beispiel, oder eigentlich nur in dem Set 4184, The Black Pearl erschienen. Und als Zubehörteile hatte er da noch ein Fernglas und einen Kompass. Wieder war der Kompass bedruckt und Jack Sparrow hat immer noch das gleiche hämische Grinsen auf dem Gesicht wie vorher auch schon. Diese Figur kostet bei Bricklink 5 Euro. Kommen wir nun zu meiner Lieblings-Captain Jack Minifigur, dem Voodoo Captain Jack 30131. War hier die Nummer des Polybags, in dem er erschienen ist. Das ist mit dem Pirates of the Caribbean Videospiel erschienen. Und wir sehen hier schon, er ist in so einem Voodoo-Design. Das Gesicht ist etwas hölzern. Auch da dieser Brustausschnitt ist etwas hölzern. Wir sehen auch, dass das Tuch jetzt Punkte hat und nicht mehr solche Streifen. Und wir sehen auch, dass die Arme jetzt nicht mehr hautfarben, sondern grau sind. Das Haarteil ist übrigens immer noch das gleiche. Wenn man jetzt auf Bricklink guckt, dann liegt diese Figur ungefähr bei 9 Euro. Und das wohlbemerkt geöffnet, nicht in dem Polybag noch verpackt. Diese Minifigur ist Captain Jack Sparrow als Kannibale. Er kommt in dem Set 4182 Cannibal Escape so vor. Und das ist die Figur aus dem zweiten Fluch der Karibik-Teil, wo Jack von den Kannibalen gefangen genommen wird. Eigentlich ist das die ganz normale Version von Jack mit der weißen Weste. Nur wir sehen hier schon, er hat so eine coole Bedruckung mit Gesichtsbemalung im Gesicht. Und zum Beispiel ist dann seine Nase bemalt und er hat noch ganz viele Augen auf den Backen. Das Ganze setzt sich auf der Rückseite der Figur fort, diesmal mit einem etwas erschreckten Gesicht. Und wenn ihr diese Figur gerne bei Bricklink kaufen möchtet, müsst ihr ungefähr 4 Euro dafür hinlegen. Der nächste Captain Jack Sparrow ist der Skelett Captain Jack Sparrow. Und wir sehen schon direkt, was das Besondere ist. Er hat hier sein Skelettgesicht, um auf der Isla de la Muerta Set Nummer 4181 gegen den Skelett Hector Barbossa zu kämpfen. Hier ist es genauso wie bei dem Kannibalen Jack. Er hat auch wieder seine weiße Weste an. Das ist eigentlich die ganz normale Minifigur, nur dass er hier wieder eine besondere Bedruckung im Gesicht hat. Und wenn wir jetzt mal die Rückseite des Gesichts betrachten, sehen wir, dass er dort keine Bedruckung hat, sondern einfach ein ganz normales Gesicht. Ist ja klar, denn wenn er nicht im Mondlicht ist, dann ist er natürlich auch kein Skelett. Die Figur kostet dich bei Bricklink ungefähr 4 Euro. Diese Minifigur ist der Captain Jack Sparrow mit Tricorn, also mit einem Dreispitzhut. Und das Besondere an dieser Figur ist halt, dass das Haarteil jetzt mit einem Hut verbunden ist. Den Hut kann man auch leider nicht abnehmen. Dadurch hat er halt einmal noch seinen Hut auf. Den kann man nämlich normalerweise nicht auf das Haarteil draufsetzen. Diese Minifigur kommt zum Beispiel in der Queen Anne's Revenge 4195 vor. Bei Bricklink kostet die Figur 6 Euro zurzeit. Außerdem gab es noch einen Polybag mit Captain Jack Sparrow. Das war einfach ein Polybag, der in irgendwelche Magazine
reingestreut wurde oder als Gratisbeigabe dazu gelegt wurde. Das Interessante ist hier, das ist eigentlich keine exklusive Minifigur. Wir sehen hier, er hat wieder genau den Körper, den er auch schon mit der Weste hatte. Aber er hat dann auch noch das Haarteil mit seinem Dreispitz. Und in dieser Variante ist die Figur dann exklusiv. Auf der Rückseite hat er dann wieder ein ängstliches Gesicht. Und obwohl diese Minifigur nicht exklusiv ist, kostet sie auf Bricklink ungefähr 9 Euro. Das finde ich schon etwas komisch, wenn man bedenkt, dass diese Figur dann noch nicht mal eingepackt ist und man sie sich eigentlich auch aus billigeren Captain Jack Sparrows zusammenbauen könnte. Zu guter Letzt dann noch die neueste Version von Captain Jack Sparrow. Das kommt aus dem Set 71043 The Silent Mary zum neuesten Pirates of the Caribbean Film Dead Man Tell No Tales. Und hier sehen wir, dass die Minifigur einmal general überholt wurde. Einmal oben das Bandana ist jetzt mit einer detaillierteren Bedruckung. Dann sehen wir, dass oben die 9,8 Reales Münze fehlt und dafür jetzt so ein kleiner Zahn da hängt. Außerdem sehen wir, dass der Torso wesentlich detaillierter ist. Seine blaue Stickjacke, die ist auch jetzt detaillierter bedruckt. Und wenn wir das Ganze nochmal umdrehen, sehen wir, dass sich auf der Rückseite fortsetzt. Des Weiteren, wenn wir uns einmal den Kopf genauer angucken, sehen wir, dass er hier so ein kleines Kreuz auf der Wange hat. Das hat er dann auch im Film. Von daher ist es auch nochmal ein schönes kleines Detail, was Lego da hinzugefügt hat. Genauso sehen wir, dass es auf der Rückseite immer noch vorhanden ist und dann mit seinem etwas ängstlicheren Ausdruck auf dem Gesicht, wo er gerade von den Haien zum Beispiel verfolgt wird. Für diese Minifigur musst du bei Bricklink ungefähr 6 Euro hinlegen. Das finde ich eigentlich noch ganz in Ordnung, wenn man bedenkt, dass die Figur sehr detailliert ist und in einem großen 200-Euro-Set erschienen ist. So, und nachdem wir jetzt alle genau betrachtet haben, möchte ich dich gerne noch fragen, welche Jack Sparrow-Minifigur ist denn deine Lieblingsminifigur? Meine ist auf jeden Fall der Voodoo Captain Jack, weil er halt so eine besondere Bedeutung für mich hat. Ich hoffe, dir hat dieser Überblick über alle Minifiguren gefallen. Schreib mir in die Kommentare, welche Minifigurensammlung ich als nächstes vorstellen soll. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Ganzen einen Daumen hoch, das unterstützt mich sehr. Hol dir den WhatsApp Brickletter, wenn du keine Lego News und Angebote mehr verpassen willst. Und bis dahin noch einen ganz schönen Tag und ciao.